So, damit dürften jetzt auch die Monster getriggert sein. Ich bin nicht sicher, ob es allein reicht, ihn zu fragen, ob es Ulumulu macht. Ob die Viecher dann kommen, aber so sind sie jetzt auf jeden Fall da. So, dann gehen wir jetzt von der anderen Seite und räumen noch, oh, ein Krug. Und räumen noch die Mine auf. Vielleicht hier mal kurz speichern. Ich weiß nicht, ob die noch da sind oder ob Gorn da jetzt aufgeräumt hat. Weil er plötzlich wieder aufgetaucht ist. Da ist doch einer. Da unten ist auch einer. So, was ist mit dem? Was ist mit denen da unten? Wow! Kommst du her? Alter. Springt auf einmal runter. Glaub ich bin. Ach, hier sind wir. Ah, hier sind noch ein paar. Was machst denn du da? Du wirst wenig Zeit haben. Ach, du magst auch aufstehen. Moment, du hast dich gleich wieder hinlegen. Du wirst wenig. So. Mana, Mana, Mana. Hä? Wo bin ich denn jetzt? 5, 6 da. Okay, hast du dich das gerade rausgegangen? Gang. Da drüben. Ist noch einer. Der trifft mich wohl. Aua. Jetzt. Einmal geht noch und einmal müsste auch noch gehen. Hey, jetzt. Stirb. Einfach einen kalt machen. Du hast jetzt echt ein Problem. Echt? Habe ich das? Komm her. Wo ist er denn? Das da unten ist ein Butler. Ist da noch einer? Jetzt mal kurz das Schwert. Eins, zwei, Ach, das sind Schatten, gar keine Gardisten. Bams. Komm her! Nein, 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 jetzt bleib doch. Dann halt nicht. Schatten. Habt ihr mal die Angst vor mir? Ich schnapp's, komm, jetzt lass ich mal. Na du, wie geht's so? Kann ich mit dem eigentlich reden? Nö. Ah, leichte Armbrust. Moment, ich wollte mir den. Okay, geh mal erst hoch. Wollen wir den Gardisten noch holen? Bolzen, Gardist, Schwit. So, danke. Jetzt wieder nach unten. Ach du, hey du, ich habe eine Frage. Wie spät ist es? Bleib da! Verdammt. So, genau. Jetzt bin ich nämlich auf der anderen Seite. Jetzt stehe ich nämlich unten. Vorne wäre da die Treppe, die Leiter. Vorne war mir ja oben, genau. Wo ich noch überlegt habe, warum ich da jetzt gehen will. Jetzt laufen die da wie bekloppt hin und her. Hey, du! So, einmal. Das war jetzt scheiße unschlau. Weil die beiden mit Bolzen auf mich schießen. Das war so scheiße unschlau.
Da. Ach, jetzt kommt der erst nochmal. Hey, du. Gut, dann machen wir es halt anders. Na. Können wir erstmal die Schatten da, damit die weg sind. Jetzt warum? Au! Hey! Du müsst doch gleich vorbeikommen, weil ihn das anpisst, dass er mich nicht sieht. Dann bleibt natürlich hängen. Das war doch klar. Warte, machen wir es so. Hä? Ich krieg da keinen in Fokus. Scheiße. Das ist jetzt aber blöd, Mann. Geh ich mal ein bisschen weg? Vielleicht setzen die sich dann wenigstens ein bisschen zurück. Probieren wir es nochmal. Oh, Mana könnte ich mal nachfüllen. So, Mana. Okay, der Butler kommt jetzt zumindest. Mach mal so. Jetzt aber. It's my turn. So, Nummer 1. So, Nummer 2. Und ach, wenn wir gerade dabei sind. Butler! So, jetzt bin ich aber du. Oder? Moment, oder war da noch irgendwo noch mal einer gestanden? Ich glaube nicht mehr. Da müsste ich jetzt eigentlich durch sein. Die Mine ist befreit. Keine Ahnung, wo Gorn ist, aber die Mine ist befreit. Ist noch ein Butler? Ja, eigentlich dürfte hier gar niemand mehr sein. Hier. Wie viele Crawlerplatten habe ich denn eigentlich? 18. Ich glaube, Wolf braucht 15. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das sehen wir ja dann. Wir müssen sowieso nochmal her, also zur Not. Aber ich habe auch keine Crawler mehr gesehen. Wir waren ja eigentlich überall. Haben eigentlich so ziemlich jeden mitgenommen, den wir gesehen haben. So, jetzt haben wir unseren Rundgang erledigt. Gorn ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ich vermute ja stark, dass er jetzt am Eingang stehen wird. Ich hoffe, er tötet uns jetzt nicht. Er steht nicht einmal am Eingang. Oder er steht draußen. Das kann auch sein. Ah nee, Schmann. Ich glaube, wenn wir die freie Mine verlassen, dann kommt er automatisch. Ah nee, da ist er ja schon. Oh, ich habe Angst. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Nein, der tötet mich nicht. Gut, dann komm mit. Wir gehen. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Gut. Bis später. Ciao. Dann. Na komm, gehen wir mal zu den Wassermagiern rüber. Plopp. Herr Saturas. Kann ich ihm eigentlich sagen, dass wir jetzt befreit haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Magie zu Ehren. Ja, ja. Schon recht. Die hohe Robe. Nein, ich hab immer noch nicht so viel Erz dabei. Mögest du in. Oder? Doch, ich hab sogar. Aber ich hab die hohe Robe doch schon an. Was will ich denn damit? Warum ist es überhaupt noch angeboten? Ja, egal. Kurz überlegen. Ach genau, ich wollte zu Wolf. Wolfi, hab ich was für dich? Erstmal abwarten. Huch. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn du meinst. Wenn du meinst? Hey, Wolf. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern,
werde ich sehr schnell sehr viel... Ach, lassen wir das. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Jo, mach ich. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich glaube, der ist erst fertig. Ich weiß nicht, ob er wirklich nach einer bestimmten Zeit fertig ist oder ob er erst fertig ist, wenn wir die Sachen, wenn wir das Ulumulu haben. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ach ja, Ulumulu. Sprich, wir müssen einen Schattenläufer, einen Troll, einen Zumpfhai und einen Feuerwaran töten. Da. Schon mal, ist das Falsche? Hä? Na egal, ich überschreibe es halt hier nochmal. Dann fangen wir doch einfach mit einem Zumpfhai an. Auf den Zumpflager. Davon gibt es hier ja genug. Ich könnte den Einsiedler da noch zeigen. Den habe ich nämlich auch noch gar nicht gezeigt. Wenn wir gerade schon wieder hier im Sumpf sind und sowieso in den Sumpf müssen. Boing. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ja, kommt drauf an, wie wir jetzt dran vorbeikommen. So, gehe ich mal über den Steg. Da sind wir auch noch nie drüber gelaufen. Boing. Hi. So, da ist doch schon der erste Zumpfhai. Willkommen, willkommen. Hey, du. Macht das denn überhaupt was aus? Weil dann ist er doch im Wasser. So, das war der Zumpfhai. Dankeschön. Eigentlich könnten wir so ein bisschen ausrotten, ein bisschen Erfahrung sammeln. Da ist die Hütte von dem Einsiedler. Da könnte man eigentlich mal hingehen. Wie viel Mann habe ich? Das reicht noch für einen Zumpfhai. So ein paar Zumpfhai ausrotten wäre ich auch nicht schlecht. 400 Erfahrungspunkte pro Zumpfhai. Ist ordentlich was. Jetzt sind die da zu zweit. Scheiße. Das geht jetzt vielleicht noch nicht. Geh vielleicht doch die andere Seite. Fängt die jetzt da schon zu dritt ab oder was soll das? Ne, schaut nur so aus. Ich muss mal kurz weg. Ja, das ist so wird, was die da jetzt veranstalten. Hä, was macht der Sumpfhai da hinten? Halt, nein, ich wollte nicht die Blut fliegen. Oh, scheiße, ich habe Shred angegriffen. Mit dem wollte ich eigentlich reden. Ah, warte, scheiße. Lass mich mal kurz aus dem Sumpf raus. Oh, scheiße. Muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg. Umdrehen. So, jetzt lassen wir mal kurz weg. Wechseln. Wechseln, drehen und jetzt aber. Okay. Das ist mein Zumpfhai. Lass ihn in Ruhe. Ja. Da. So, jetzt da. Hi, Shred.